Mein Name ist Michael Fleischacke, ich bin Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse und mache sonst nichts. Mein Name ist Van der Bellen, ich bin jetzt, glaube ich, seit 17 Jahren im Parlament, war lange Bundessprecher der Grünen. Ja, aber ich möchte Finanzminister werden, nicht Wissenschaftsminister. Das wäre zum Beispiel eine tolle Geschichte, genau. Und da kann ich Sie gut verstehen. Also wenn Sie so wollen, na, wenn schon, dann richtig, ja, da wo die Macht ist. Ne? Also da ausgeliefert zu sein den Kapriolen des Koalitionspartners, das ist... Und Finanzminister hätten Sie ja schon einmal werden können. Wann denn? 2002. In den Verhandlungen 2003 streng genommen, ja. Ja, also nach der Wahl 2002, naja, ja. Das, glaube ich, hätte uns der Schüssel nicht zugebilligt. Ja, man lernt nie aus. Ja, man lernt nie aus. Vor allem, aber ich bereue es in keiner Weise. Das ist eine der großen vertanen Chancen der österreichischen Innenpolitik in der ganzen Nachkriegszeit. Ja. Weil inzwischen ist ja sozusagen nur noch Rot-Grün in den Köpfen verankert. Auch bei den Grünen. Und das halte ich für eine Engführung, die mittelfristig auch den Grünen schaden wird. In dieser Energiebatterie der Grünen ist der Moralinsäuregehalt relativ hoch. Ja. Heute. Höher als zu Ihrer Zeit. In bestimmten Sachen war er zu meiner Zeit schon auch hoch, wobei das vielleicht nicht so rübergekommen ist, weil es oft verknüpft war mit ökonomischen Argumenten. Also was weiß ich, Migration, Immigration, Umgang mit Ausländern etc. Ist ja für mich genauso eine wirtschaftspolitische Frage wie eine, wenn Sie so wollen, moralische Frage. Ja? Wenn links wirklich Anti-Establishment wäre und die Kritik der Mächtigen, dann hätte in den 80er Jahren, hätten die Grünen und das intellektuelle Schüstmilieu in Österreich die Große Koalition kritisieren müssen, nicht den Haider. Da ist was dran, auf einer symbolisch undeutlichen Ebene, aber jeder hat die Botschaft verstanden. Ja. Der Haider war schon einer für mich einer der Gründe, in die Politik zu gehen, nach dem Motto, man kann nicht immer nur schimpfen, wenn man die Gelegenheit hat, muss man auch was tun. Erlebt habe ich diese Grundkrankheit in Österreich von Rot und Schwarz natürlich auch. So eins der wenigen Dinge, wirklich, die ich an der derzeitigen österreichischen Politik schätze, ist, dass sie eine, wie soll man sagen, relativ robuste Form der Enttäuschungsresistenz bietet. Dass seit einigen Jahren in Österreich nichts mehr erklärt wird, dass also nämlich, was eigentlich das Ziel für die nächsten 5 oder 10 Jahre sein kann, warum das wichtig und gut ist, dass man den Leuten überhaupt nichts mehr versucht zu erklären. Ich gebe zu, es ist ja nicht immer einfach, aber man muss ja das Gefühl haben im Laufe der Jahre, dass unser Bundeskanzler das einfach an sich vorbeiziehen lässt. Ich weiß nicht, was er darüber denkt, wie er denkt, ob er denkt. Und zufällig haben wir einen Vizekanzler, der gleichzeitig Außenminister ist. Und was kommt von dem? Wir wissen ja als Parlamentarier oft nicht, was österreichische Positionen sind. Jetzt bei der EFSF oder dem ESM, relativ komplizierten Dingen, die da alle am Tisch liegen. Wir beschaffen uns halt selber als Parlamentarier die Informationen, oft von der Homepage des deutschen Finanzministeriums oder über den Bundestag und so. Ja. Du weißt nicht, sind die irgendwie noch interessiert daran, was rund um uns herum passiert? Also das, ich bezeichne mich nicht als Wutbürger, aber da bin ich wirklich so in einer Mischung aus Verzweiflung und Wut. Da haben sich die Grünen eingependelt auf die sehr arrogante berufspolitische Haltung. Das ist so kompliziert, das kann man den Wählern nicht zur Entscheidung vorlegen. So habe ich das nie formuliert. Ich gebe aber zu, dass ich persönlich, und das ist nicht unbedingt die Meinung der Grünen Partei, aber ich persönlich tatsächlich ein Anhänger der repräsentativen Demokratie bin, nach dem Motto, dafür haben wir uns gewählt, auch Entscheidungen zu treffen. Es sei denn, es handelt sich um Gesamtänderungen der Verfassung. Das sowieso. Wenn aber das einmal ansteht, was ich mir wünsche, unter der Chiffre der Vereinigten Staaten von Europa, die tatsächlich eine andere Verfasstheit der Union voraussetzt, mit erheblichen Folgen für die Verfassungen der einzelnen Mitgliedsländer, inklusive Österreich, da ist durchaus... kann sogar, sage ich einmal, sogar ich mir eine Volksabstimmung
Das finde ich großzügig, dass Sie bei einer Selbstabschaffung des Staates die Menschen mitreden lassen. Nein, das ist ja das große Missverständnis. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir, wenn zuerst die Eurozone und dann die EU zusammenbricht, da schaue ich mir an, was wir da für Souveränitätsreste als europäischer Kleinstaat noch retten können. Ja? Wir sehen überhaupt nicht, was sich im Rest der Welt auftut. Wir sehen überhaupt nicht, dass China die Wirtschaftsmacht des 21. Jahrhunderts sein wird. Ich frage mich, wer wird europäische Interessen vertreten, darunter auch die kleinerer Mitgliedstaaten der Union, wenn es die EU nicht mehr gibt? Der einzige Grund, warum ich ganz massiv gegen diese Idee der Vereinigten Staaten von Europa bin, ist, dass ich hundertprozentig mit Ralf Dahrendorf, der leider tot ist, der Meinung bin, dass die Grenze der parlamentarischen Demokratie, und um die geht es mir zu 100%, der Nationalstaat ist. Die Idee, unsere Vorstellungen von parlamentarischer Demokratie über den Nationalstaat über eine supranationale Vereinigungszwischenstufe anzuwenden auf ein großes, heute für einen lebensgefährlichen Irrtum. Bin da nicht so pessimistisch. Ich weiß auch gar nicht, warum alle Leute mit Vereinigten Staaten so einen hohen Grad von Zentralismus offenbar gedanklich verbinden. Welche Persönlichkeit ich mir für die Grünen, für die Zukunft wünschen würde. Ich bin ja schon ein Adenauer-Freund, also ich könnte mit ihrer Rückkehr könnte ich gut leben. Ja, ansonsten würde ich mir so bei ihren Nachfolgern wünschen, jüngere Leute, die ein bisschen entspannter sind. Mhm. Also so irgendwie, ich denke mir oft so, lasst einfach mal kurz den Zitzenstöpsel aus der Moralinsäure-Badewanne raus und mit der frischen Luft wird sie das schon ein bisschen entspannen.